Liebe Schleswig-Holsteinerinnen, liebe Schleswig-Holsteiner, seit vielen Jahren schon missbrauchen rechtsextreme Parteien und Organisationen historische Daten aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Mit ihren Aufmärschen, ihren Kranzniederlegungen und ihren Trauermärschen relativieren sie unsere Geschichte und somit auch die Geschichte der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Auch am 31. März in Lübeck und am 1. Mai in Neumünster werden die Nazis wieder auf der Straße stehen. Besonders die Ereignisse in den vergangenen Monaten haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir als Demokraten gemeinsam gegen Faschismus kämpfen. Beteiligt euch an den Demonstrationen. Kommt nach Lübeck. Ich werde auch dort sein. Wir wollen gemeinsam ein Zeichen dafür setzen, dass Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in unserem Schleswig-Holstein nichts verloren hat. Für Demokratie und Toleranz. Und deswegen ist es richtig, dass wir alle gemeinsam uns gegen die Rechten zur Wehr setzen. Ich fahre nach Lübeck, weil ich dem braunen Mob keinen Fußbreit Platz machen möchte. Schleswig-Holstein ist ein tolerantes Land. Wir wollen keine Fremdenfeindlichkeit und keine Intoleranz. Und deswegen rufen wir dazu auf, sich an den Demonstrationen in Lübeck und in Neumünster zu beteiligen. Kein Meter für Nazis auf unseren Straßen und in unseren Städten. Seid friedlich und seid laut und zeigt den Jungs, dass sie hier nicht gewollt sind. Das respektvolle Miteinander und der Menschen und in unserer Gesellschaft unterschiedlicher Herkunft und Religion ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Dies müssen wir verteidigen. Wir haben eine Situation in Deutschland und Schleswig-Holstein, wo es total wichtig ist, dass wir als Gesellschaft zeigen, dass wir Intoleranz, Rassismus und auch Morde an unseren Mitbürgern nicht hinnehmen. Deswegen wäre es großartig, euch alle, möglichst alle, zu sehen bei den Demos gegen Rechts am 31. März in Lübeck und am 1. Mai in Neumünster. Ich als Lübeckerin werde in Lübeck wieder dabei sein und gegen Rassismus und Faschismus demonstrieren und ich möchte, dass Lübeck nazifrei bleibt. Das beste Zeichen, das ist, wenn man ganz massiv auftritt und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sowohl in Lübeck wie auch in Neumünster zu demonstrieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle Menschen, alle aufrechten Demokraten ihrerseits durch eine friedliche Gegendemonstration dokumentieren, dass dies unser Land ist. Und deswegen dürfen wir es nicht zulassen, dass am 31. März in Lübeck und am 1. Mai in Neumünster die Demokratie mit Springerstiefeln zertreten wird. Gehen Sie zur Demonstration und zeigen Sie den rechten Irrläufern, dass in unserer Gesellschaft kein Platz für solche Kräfte sind. Ich möchte alle Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ganz herzlich bitten und auffordern, sich an den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Lande Schleswig-Holstein zu beteiligen, sowohl in Neumünster als natürlich auch in Lübeck, damit wir ein gemeinsames Zeichen setzen, dass Nazis in unserem Lande nicht geduldet sind. Alle Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag stehen geschlossen und gemeinsam mit Kirchen, Verbänden und Gewerkschaften gegen die Faschisten und menschenverachtende Gewalt. Beteiligen auch Sie sich an den Demonstrationen, damit unsere Demokratie ein Gesicht erhält.